Hallo, willkommen hier zu der, ich glaube, 16 von Serious Sam First Encounter. Ja, das HD Remake, wie ich es so gerne ankündige. Jo, wir befinden uns hier in der heiligen Stadt Theben, in der Provinz Karnak, um genau zu sein. Ja, und wir suchen noch immer das Artefakt, genannt Amon-Ra-Zeichen. Und ja, deswegen stratzen wir jetzt durch die Stadt und stecken jede Menge Schaden ein. Nur um die Menschheit zu retten. Was heißt nur? Das ist das Einzige, was zählt. Auch wenn der Mensch eigentlich nicht vollkommen ist. Und eigentlich ist der Mensch ein ziemliches Arschloch. Aber wir retten sie trotzdem mal. Lieben gerne. Ja, und wir befinden uns hier im Moment in einem nicht zu definierenden Garten. Von dem es übrigens viele gibt. Von denen. Um mal auf gut Deutsch zu sprechen. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt hier, soweit ich das analysieren konnte, zwei Eingänge. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen am Rand lang stratzen und mal gucken, ob wir irgendwas Cooles, Geheimes finden. Ich denke aber nicht. So, zum Beispiel hier ist eine Tür gleich. Genau, die hier. Führt in einen Nebenbereich, schätze ich mal. Also, ne? Schaut jedenfalls so aus, einfach weil es so eine kleine versteckte Tür ist. Aber andererseits könnte es auch so sein, dass wir gleich an der Tür da hinten irgendwas analysieren müssen. Und dann heißt es, ja, du brauchst erst einen gewissen Gegenstand, um hier reinzukommen. Und dann natürlich in die Nebenpassage. Und da holen wir uns dann den benötigten Gegenstand. Ich sage, zu 80% ist es so. Ja, 80% Chance kann ich dem schon einräumen. Hier ist keine Tür. Boah, und meine Hand tut scheiße weh. Es ist so nervig. Also sie tut nicht scheiße weh. Das war jetzt gelogen. Es ist, scheiße weh ist nicht der richtige Ausdruck. Ich habe mir ja gestern, wie vielleicht die Zuschauer meiner Minecraft Atlantis Parts jetzt wissen, habe ich mir mit meiner Fernbedienung die Hand aufgeschlitzt. An gewissen Stellen des Fingers. Und das nervt jetzt ganz schön. So, hier haben wir die Tür. Ja, analysieren. Eine Nachricht. Ich sehe es kommen. Karnak, Schrein der Mut. Schrein der Mut? Die Tür ist verschlossen. Ich habe nicht genug Informationen, um diese Tür zu öffnen. Du musst später wiederkommen. Finde zuerst die goldene Amon-Statue im Amon-Tempel am Ende des Ankh-Beckenhofes. Wir brauchen die Statue später, um die Tore des Amon-Komplexes zu öffnen, die uns tiefer nach Karnak hineinführen. Ich bin sicher, dass du ein kleines Nachtbad zu schätzen weißt. Ein kleines Nachtbad? Wieso das denn? Aber ich hab's ja gesagt, ich wusste es. Ich hatte es im Urin. So, und ich werde dem Unbehagen meiner Hand trotzen und fighten. Oh, wie schön. Ein perfekter Speicherpunkt. So, und dann müssen wir... Ach, deswegen Nachtbad, okay. Das Ding hat auch das Ankh-Zeichen. Ich weiß nicht, ob es Ankh heißt, aber wird auf jeden Fall so geschrieben. Ich nehme mir mal kurz eine Seitstange, wenn es erlaubt ist. Ein sehr beeindruckender Platz auf jeden Fall. So. Und was haben wir denn hier? Ich trau dem irgendwie nicht. Wir nehmen mal einen Raketenwerfer. Um uns zu verteidigen. Oh, okay, okay. Ah, da nehmen wir was anderes. Da nehmen wir was anderes. So. Feuer. Sehr schön. Und geradeaus laufen. Und in einer Linie. Ah, scheiße, die sind zu klein. So, aber dafür drei Stück erledigt. Und wieder eine Linie. Den haben wir auch. Ah, nur einen, aber... Ja, komm. Ah, sehr schade. Werden wir den mobben? Nein, wir bringen schnell hinter uns. Und das ist beendet. Und jetzt? Na los! Sehr schön. Das war schon mal eine fiese Falle. Aber Gott sei Dank haben wir rechtzeitig reagiert. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass uns ja hier die vollautomatischen Munitionseinheiten zu Neige gehen. Denn jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben jede Menge von dem Granatwerfer, jede Menge Munition, jede Menge Raketen. Ja, hier geht es wieder zur Neige, jede Menge von der Wumme. Dann haben wir auf kurze Distanz und die schwachen Waffen auf höhere Distanz. Mit denen kann man die Kamikaze-Typen gut erledigen, sonst sind die kaum zu gebrauchen. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir gleich auf vollautomatisch hohe Distanz gehen müssen. Und da haben wir logischerweise nicht die Munition für. Okay, Raketenwerfer. Schaut ganz so aus. Was ist denn jetzt los? Scheiße, zurück. Ganz gut, dass wir im Wasser gelandet sind. So, und tschüss. Das hat gesessen. Und da oben ist auch noch so ein Scheißvieh. So,
Und jetzt gucken wir mal, ob wir das treffen, was immer da oben ist. Oh, eingeschlagen und erledigt. Ich glaube nicht, dass das ein roter war. Nein. Und ausgewichen. Erledigt. Und da ist ein Feuergolem, der sich nicht ins Wasser traut. Die kleine Memme. Obwohl, ich glaube, ich hätte auch Angst, wenn ich ein Feuergolem wäre. So. Und, nein, nein. Weg, weg, weg. Okay. Den werden wir gentleman-like erledigen. Drecksvieh. Abspeichern lief jetzt nicht so schlecht. Seitstange. Genießen wir eine schöne Seitstange. Oder wohl eher ich. Aber vielleicht habt ihr ja auch zufällig welche bei euch rumliegen. Okay. Jetzt Rüstung. Sehr schön. Plus 25. Wir speichern ab. Denn das ist nur unnötiger Fußmarsch. Scheiße. Okay. Was ist jetzt los? Blöde Kuh. Sehr schön. 5 Raketen. Das sollte eigentlich ausreichen. Na komm. Mist, einer hat nicht getroffen. Okay. Und Treffer. Sehr schön. Hier jetzt einen gewagten Sprung. Sehr toll. Und hier rüber. Na komm. Ah, verdammter Mist. Hoch mit dir. Sehr schön. Abspeichern, auch wenn es jetzt nicht so dolle war. Aber mir reicht's. Okay, Kanonenkugeln und wir werden angegriffen. Das hat nicht ausgereicht. Und tschüss. Ja, zweimal daneben geschossen. Die Waffe ist echt unschlagbar, aber wir haben leider null Munition dafür. Die müssen wir uns echt aufsparen. Weshalb es eigentlich auch schon scheiße blöd war, dass ich die jetzt gerade eingesetzt habe. Und manchmal kommt es echt auf jeden Schuss an. Das habe ich mit der Zeit gelernt. So. Hier ein bisschen den Kram einsammeln. Ja, und was soll ich hier? Komm. Oh, scheiße. Okay. So viel zu einsparen. Okay. So, weiter. Komm. Abspeichern. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Komm her. Na, komm her. Was? Volle Kanne daneben. Wo ist er denn? Da hinten. Ah, verdammter Mist. Na, komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, lauf. Was? Sag mal, seid ihr... Nein, nein, oh verdammter Mist. Nee, das war's. Keine Chance gehabt, keine Chance gehabt. Raketen, Raketen, ich hab, nee. Dafür haben wir nicht genug Munition, wir müssen Raketen benutzen. Puh, meine Fresse. Oder erstmal den Granatwerfer. Oder? Ah, verdammter Mist. Oh, das ist doch eklig. Das ist doch widerlich. Mann. Finger lockern, auch wenn sie im Arsch sind. Also kaputt. Okay. Entschuldigung, meine Star. Das nächste Mal kannst du ja noch einen schlimmeren Speicherpunkt auswählen. Mann! Okay. So. Dann kämpfen wir jetzt ganz kurz so weiter. Boah, der kostet mich aber auch gerade Munition bis zum Abwinken. Okay. Na los, weiter. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ah, oh, jetzt haben wir es natürlich nicht, weil irgend so eine blöde Scheißbratze mir mal wieder mitten in den Schuss laufen muss. Okay. Na komm, weiter. Na los! Oh. Hört das auch mal auf? Ich meine, Granatwerfer können wir sowieso ausbrauchen, weil ich das Ding eh nie benutze. Meine Fresse! Das speichere ich jetzt nicht. Nee. Andererseits will ich nicht nochmal durch diese Hölle gehen. Also, ich habe echt gerade den Drang dazu, das besser zu machen, aber damit würde ich uns einfach nur Zeit nehmen. Deswegen speichere ich jetzt ab und wir werden unseren Weg so weiter fortsetzen. Wenigstens ein bisschen Rüstung
Ja, das war eine fiese Falle. Okay. Oh Gott, ey. Hätten wir ganz normale Munition für so vollautomatischen Kram gehabt, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir hätten die so leicht abwehren können, wenn wir die Laserpistole hätte nur ein bisschen mehr haben müssen. Wir wären die Gewinner gewesen. Aber selbstverständlich nicht. Warum denn auch? Stattdessen liegt hier die ganze Zeit scheiß Schrotgewehrmunition. Ich liebe Schrotgewehre, aber nicht, wenn man sie nicht gebrauchen kann gerade. Denn die Dinger haben wirklich Grenzen. Und die kennt jeder. Okay. Weiter geht's. Boah, ist echt hoch. Wir gehen nochmal ins Wasser. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Kram. Und ich bin mir sicher, dass da diese Fische kommen. Und da ist eigentlich die Waffe ganz cool. Also, ich dachte eigentlich von der einläufigen so... Moment mal, hier ist ein Tunnel, ne? Aber vielleicht kann man da auch gar nicht rein. Vielleicht muss man den Tunnel nehmen. So, als kleiner eingebauter Gag. Die doppelläufige ist schneller. Präziser. Also, die kann man in dem Augenblick, glaube ich, hier echt ganz gut gebrauchen. Ja, super. Da verbrauche ich endlich mal... da verbrauche ich... unter Schmerzen meine Granatwerfer-Munition und dann liegt hier der ganze Raketenkram so rum. Gratis. Gratis. Okay. Dann sollen sie doch jetzt herkommen. Sind da keine? Naja. Oh, jetzt höre ich's. Komm, da kommt doch was, oder? Ist da was? Ja, da hinten. Okay. Sehr schön. 4 Stück erledigt. An die Oberfläche. Und wieder runter. Nee, jetzt können wir erstmal nach oben wieder. Erstmal gucken, ob wir da hinten an die Tür rankommen. Also rein theoretisch dürfte es nicht funktionieren, sonst wäre das totaler Schwachsinn. Obwohl, es kann ja ein geheimer Eingang auch sein. Moment, ich nehme mal ein paar Chips. Oder einen. Ich glaube, einer ist sicherer. Okay. Wow. Schick. Schick ist nicht ganz mein Fall, aber schick. Okay. Stehen wir vor der Tür. Knocking on Egyptian's door. Karnak, Schrein des Amon. Der Eingang zum Amon-Schrein ist versiegelt. Du kannst hier nicht weitergehen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Andererseits brauchen wir die goldene Statue unbedingt. Es muss einen anderen Weg in den Schrein geben. Sam, du musst einen anderen Eingang finden. Ach, wo finden wir denn bloß diesen anderen Eingang? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist er ja. Okay. Jetzt geht's weiter. Oh Gott. An dem Schiff war... ist halb so wild. Das war knapp. Das war kurz vor Verschlucken. Sicherheitsmaßnahme. Und an die Oberfläche. Oh, schick. Sehr, sehr schick. Obwohl ich sagen muss, die Locations, die ähneln sich doch alle irgendwie. Aber obwohl man viele ähnliche Elemente immer benutzt, schaffen es die Entwickler tatsächlich an der Stelle ein wenig individuell zu werden. Okay. Bin ich gut, Daumen hoch. So. Hier ist die Tür verschlossen, ne? Aber die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir sind ja schon drinnen. Okay. Und es schaut so aus, als wenn hier nichts Cooles mehr rumliegt. Dann werden wir jetzt die Munition hier einsetzen. Überall Raketen. Das ist so gemein. Und da ist ein goldenes Zeichen. Oh Mann. Mann, ich wollte doch nur husten. Ah, boah. Scheiße. So eine... Oh, der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Okay. So, in Deckung. In Deckung. So. Das packen wir. Das packen wir. Abspeichern. Okay. Ich muss nur richtig auf den richtigen Augenblick warten. Und? Das war zu spät. Wo ist die denn hingeflogen? Da ist sie. Boah, die ist ja riesig. Okay. Boah, voll gegen den Kopf. Alter, hat das Ding gesessen. Das tat einfach nur weh. Moment mal. Böse. Sehr, sehr böse. Und raus hier. Hä? Ach, da hinten geht eine Tür auf. Okay. Scheiße, ich hätte nicht abspeichern sollen. Das war jetzt doch etwas gefährlich. Okay. Ich will mir eigentlich auch gar keine Munition nehmen. Ich will ja eigentlich nur raus. Ich denke, das wird mir nicht gestattet.
Aber auf jeden Fall werden wir jetzt mit dem Raketenwerfer arbeiten. Vorher die Statistiken. So, Theben Karnak, syrianische Piktogramme. Während du gekämpft hast, habe ich einige interessante Texte gefunden. Sie sind in Piktogrammen geschrieben. Es ist dieselbe Schrift wie die, die man in Abu Simbel fand. Der Fund von Abu Simbel zu Beginn des 21. Jahrhunderts bedeutete einen Durchbruch in der Menschheitsgeschichte, da die Menschheit damals einen Teil des syrianischen Wissens entdeckte und große Weltraumreisen möglich wurden. Puh, es scheint, dass die syrianische Expedition nach der Landung hier in Theben lebte. Sie wurden von den Ägyptern wie Götter behandelt. Das haben die Syrianer ausgenutzt und riesige Bauprojekte in ganz Ägypten organisiert. Die größten davon waren Theben selbst und die Errichtung der großen Pyramide. Als Gegenleistung förderten sie den Aufstieg des ägyptischen Reiches. Als das Reich mächtig geworden war, entschieden die Herrscher von Memphis, dass sie auch ohne Hilfe und Einfluss aus Theben regieren konnten. Es war leicht, die Ägypter gegen Theben aufzuhetzen, da sie von den ständigen Bauarbeiten und Göttertributen ausgelaugt waren. Und so begann der Aufstand. Doch was für ein Fehler. Das ägyptische Reich zerfiel bald. Ganz interessant, alle Texte hier in Karnak sind ganz einfach und symbolisch gehalten. Sie sind nicht von Syrianern geschrieben. Sie müssen von ägyptischen Priestern verfasst worden sein, die den Syrianern dienten. Die Syrianer selbst lebten anscheinend in Luxor. Dort musst du hin. Luxor ist der andere Bereich von Theben, ne? Moment, das muss ich mal kurz abchecken. Theben besteht aus zwei Teilen, Karnak und Luxor. Ganz genau. Okay. Oh Gott, ey, heute ist aber echt der Tag des Sterbens. 29 Leben. Ein bisschen Munition. Was haben wir hier? Oh, geil. Sehr schön. Gut, dann ziehen wir uns hier. Nein. Weg hier. Weg hier. Na, weg damit. Oh, scheiße. Ins Wasser. Ins Wasser. Oh, na, runter mit dir. Oh, gerettet. Oh, scheiße. So, draufhauen. Einfach draufhauen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich glaube, das könnte der erste Rückzug sein, den wir starten müssen. Oh, in Deckung. Alter, wir haben aber echt Glück gehabt gerade. Das hätte eigentlich unser Ende sein müssen. Oh nein, nein! Oh, verdammter Mist! Oh, die sind aber auch stark, die scheiß Drecksviecher. Mann, ey, da haben wir aber echt eine Aufgabe für den nächsten Part. Und das ist auch das Stichwort. Wir sehen uns im nächsten Part von Serious Sam. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, genau. Genau. Ja, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir werden ja dann sehen, wie wir aus der Zwickmühle rauskommen. Vielleicht gar nicht, vielleicht ist das Ende des Let's Plays. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann am Freitag, wenn ihr Serious Sam sehen wollt. Und am Donnerstag für Minecraft Atlantis und am Mittwoch für Halo. Okay, wir sehen uns. Tschüss.